Und seid damit wieder herzlich willkommen zurück hier bei Project Außer und Drei in einer neuen Folge. Mein Hals ist irgendwie ein bisschen... Warte mal. So, vielleicht sollte ich mal einen Schluck trinken. Ja, Folge fängt gut an. Ah, so. Heute steht erstmal wieder ein bisschen Rüstung machen auf dem Plan, aber wir steigen in der Komplexität. Jetzt muss ich die Dinger nur erstmal finden. Wir haben hier die Dinger, genau, die Slime Balls. Wir brauchen zum einen diese. Und wir brauchen, glaube ich, die Hälfte an Eisen, wie wir an Slime Balls brauchen. Und ich glaube, wir brauchen entsprechend noch Cobblestone, ne? Wegen Sealed Stone. Entschuldigung. Und wir müssen den hier erstmal abmachen. So, damit er nicht gleich rauszieht. Boah, ich bin so heiser gerade, warte mal. Ah, es wird gerade anstrengend. Sekunde. Ah. Hat er gestern auch so viel mit Ossi aufgenommen gehabt? Ich glaube, das schlägt sich jetzt auch mal ein bisschen nieder. So, ich glaube, hier kriegen wir Sealed Stone raus. Ich hoffe es zumindest. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Mir fehlt übrigens hier immer noch so eine Funktion, wo man sagen kann, hey, dumpe einfach mal den Inhalt aus der Smeltery. So, also hoffe ich einfach, dass wir hier Sealed Stone rausbekommen. So, hier müssten wir wahrscheinlich einfach ganz normal die Slimeballs-Geschichten rausbekommen. Hier haben wir jetzt 16 Blöcke. Sehr schön. Okay, dann machen wir mal hier die Slimeballs rein. Die gehen relativ schnell. Da haben wir 16 Buckets. Und hier müssten wir dann entsprechend 8 bekommen, aber das müsste sich dann auch sofort vermischen. Und da müsste dann auch schon Night Slime rauskommen, hoffentlich. Dann haben wir davon ein bisschen mehr. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich weiß gar nicht, was man sonst noch machen kann. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da entsteht Night Slime. Sehr schön. Liquid Purple Slime. Oh. Es fehlt tatsächlich noch Dingens hier. Cobblestone. Dann nehmen wir da nochmal ein bisschen was. Oh, toll. Da ist das Zeug mal wieder durchgelaufen. Wir brauchen bald mal wieder neuen Treibstoff hier, habe ich so den Eindruck. So, dann nehmen wir halt nochmal ein bisschen Cobblestone. Ein paar haben wir ja. So, und schmeißen die nochmal rein. 12 Buckets haben wir. Wir hatten 16, richtig? Ja, da können wir, glaube ich, einige herstellen. Wir brauchen aber auch einiges. Für die ganze Rüstung. Wie viel waren nochmal? 54, glaube ich, oder so, ne? Die wir immer brauchen. Ich nehme mal gerade das Ding hier mal nach unten. Ja, ich glaube, Eisen müssen wir dann wahrscheinlich auch nochmal nachlegen. So, dann werden wir jetzt wahrscheinlich gleich 8 Buckets noch übrig haben. Jupp, 8 Buckets bleiben übrig. Da ist Night Slime. Okay, das heißt, wir brauchen noch einmal. Wir brauchen also insgesamt einen ganzen Stack Eisen. Also nochmal einen halben hier. Und nochmal zweimal Cobblestone. Meine Güte. So, alles rein damit. Und dann mixen wir mal den Rest vom Night Slime. Ich hoffe, das reicht dann auch, was wir da rauskriegen. So ganz hundertprozentig sicher bin ich mir da noch nicht. Wir brauchen ja, wie gesagt, 56. Das sind jetzt 3 Blöcke und 5 Ingots. Das sind also 27, das sind 32, 64 kriegen wir raus. Entschuldigung. 64 reicht auch. Das ist ganz nervig gerade hier mit dem Ungehuste. So, dann kann sich das jetzt schön vermischen. Müsste hoffentlich auch genau aufgehen. Ja, sehr schön, sehr schön. 7 Blöcke und 1. Dann ziehen wir die mal raus hier gerade. Wollen wir so ein Ding wieder hin platzieren? Nein. Ach. Ja. Großartig. Ich hatte das jetzt hier reingemacht. Ach, leck mich doch, ey. Warum? Warum ist das da überhaupt aktiv? Das sollte gar nicht aktiv sein auf der Seite. So, Moment. Ich brauche mal hier das Popelwerkzeug. So.
Und dann, dann müssen wir hier irgendwie erstmal rausziehen. Moment. Machen wir den doch nochmal hier ran. Nein, da. Dich machen wir hier ab. Hä, wo ist denn? Da. So, dann machen wir dich hier ab. So. Dann sagen wir hier rausziehen. Dann kann er das dann nämlich schön reinmachen. Dann. Okay. Okay, er hat zwei behalten. Sehr gut. Dann machen wir den jetzt hier auf None, damit er nichts mehr macht. Wo ist denn das Teil jetzt hin? Ach, da. So, dann können wir jetzt den hier sorgenlos platzieren. So, der muss auch raussaugen hier. Wo sind das der Night Slime eigentlich hin? Der. Ach da, sehr schön. Okay. Ich hatte gerade einen kurzen Schockmoment, dass der Night Slime jetzt auf einmal weg ist. Gut, hätten wir nochmal neu gemixt, aber wäre trotzdem ärgerlich gewesen. So, dann müssen wir jetzt genau ein Stack rausbekommen, hoffe ich. Gucken wir mal nach. Ein Stack Night Slime, sehr schön. Ich hoffe, dass wir unsere bestehende Rüstung jetzt weiter nutzen können. Jetzt muss ich nur gucken. Warte mal. Hier, Missing Items. Ja, es geht, sehr schön. Wunderbar. Gott sei Dank. Ich hätte so gemeckert, wenn jetzt irgendwie, wenn das nicht mehr gegangen wäre, weil wir die Sachen jetzt schon benutzt haben. Aber sie werden uns neu kredenzt und sogar quasi schadensfrei. Als nächstes müssen wir in den Twilight Forest. Genau, das war jetzt das nächste Thema, der Twilight Forest. Was hat denn der jetzt eigentlich für Eigenschaften? Jump Boost. Oh Gott. Oh Gott. Ich ahne Übles. Ja, wobei, so schlimm ist es gar nicht. Es ist aber lustig. Ich bin der Ritter in der lilanen Rüstung jetzt. Okay, das Portal für den Twilight Forest. Das ist gar nicht so schwierig. Da brauchen wir mal irgendein Pflänzchen, was normalerweise auch so vor sich hin wächst. Wie zum Beispiel... Haben wir noch Poppies oder so? Nein. Yellow... Wie heißt denn das andere Ding nochmal? Okay, wir haben kaum Pflänzchen. Dann müssen wir gleich nochmal Pflänzchen holen gehen. Und wir brauchen auf jeden Fall zwei Eimer mit Wasser. Zwei Eimer mit Wasser. Und wir brauchen einen Diamanten. Ich hoffe, das Rezept ist auch noch so korrekt. So, hier den alten Popelstift. Den können wir jetzt wieder hier lassen. Das mache ich wieder da hoch. Den mache ich auch mal wieder da hoch. So. Und dann gehen wir mal ganz kurz Pflänzchen suchen. Wir brauchen denn 4, 8, 19. Wir brauchen 10. 10 von irgendwas, was üblicherweise wächst. Ich weiß nicht, ob gemoddete Sachen damit reinfallen. Deswegen suchen wir mal lieber gleich nach komplett natürlichen Sachen. Also quasi Vanilla-Sachen, wie zum Beispiel hier die roten Blümchen und so. Oder Benjamin-Blümchen, die kann man auch nehmen. Mit Letter. Okay. Das ist anscheinend irgendein alter Tempel hier von Astra Sorcery. Okay. So, hier ist wieder das krasse Nuclear-Craft-Biom. Da ist ein Dörfchen. Das haben wir noch nie gesehen hier. Das ist ja cool. Gut zu wissen. Oder? Haben wir das schon mal gesehen? Ich bin gerade sehr unsicher, weil das ist ja wirklich nicht weit von unserer Base entfernt hier. So, hier müssen auch irgendwo mal ein paar Blümchen wachsen. Kakteen kann man da, soweit ich weiß, nicht nehmen, weil man die kann man nicht nebeneinander pflanzen. Wir brauchen im Prinzip einfach nur irgendwie rote Blümchen, gelbe Blümchen, irgendwas, was halt natürlich wächst. Aber im besten Fall Vanilla. Keine Ahnung, ob das mit den anderen Sachen vielleicht funktioniert oder mit Saplings oder so. Da bin ich leider raus und überfragt. Was ist genau das da? Ach so, hier war diese komische Spur da zu diesem Loch hin. Na, hier müsste auch irgendwann mal Blümchen wachsen. Gibt's doch nicht. Möchte doch nur ein paar Blümchen für meinen Vorgarten. Da ist die Wüste. Haben wir hier echt alle Blumen in der Umgebung weggepflückt? Um in unserer absoluten Rachsucht und... Oh, hier. So, 10 Stück brauchen wir. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich 9. Hier an den Jump Boost muss ich mich gerade noch gewöhnen. So, hier.
Okay. 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir. Dann zurück zur Base. Wo ist sie denn? Da. Nein, Höhle. Da muss die Base sein, genau. Da, wo Monsterfarm ist. Logischerweise. Durch die Nacht fliegen wir. So. Dann stelle ich den Kollegen hier gerade mal um auf Normal. Und dann machen wir mal... Weißt du, stellst du extra schon auf Normal, damit das Ding nicht so abgeht. Oder geht es trotzdem ab? Dann hier Wasser. So. Ich habe mich verzählt. Ich hasse alles. Wir sind von irgendwo da drüben gerade gekommen, ne? Wir können natürlich auch andere Blümchen nehmen, weil ich glaube, das war gerade bei dem Dorf, ne? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Bei dem Dorf und dann irgendwie nach oben. Da irgendwo waren die gerade. Da. Na, viele gibt es ja hier nicht mehr. Ich nehme jetzt einfach mal mit, was sie haben. Und das, was überbleibt, kommt dann halt einfach ins Lager. Mit dem möchte ich gerade keine Bekanntschaft machen. Hallo, Spiel. Nicht haken jetzt. Mach das nicht. Aua, genau deswegen. Alter. Ja, so ein Charge Creeper hat auf jeden Fall ein bisschen Wumms. So, wir sammeln hier mal gerade. Der hat, glaube ich, so einige der Blumen zerstört. Dieser Kulturbanause. Oh, wir haben unseren Dingens gar nicht an hier. Warte mal. Warte. So, einmal schön alles absaugen. Und irgendwo habe ich hier noch eine gesehen gerade, glaube ich. Da. So, dann haben wir 20 Stück. Das muss reichen. Das wird wahrscheinlich jetzt auch reichen. Haben wir nicht unser Säckchen dabei? Doch, haben wir. Können wir direkt schon mal aussortieren. Das hier kann alles weg. Das hier, die Onion, eine gute alte Zwiebel, haben wir auch dabei. So zum zwischendurch knabbern. Und dann gehen wir rüber wieder. Mit Blümchen und Benjamin. Und dem Diamanten. Und dann hoffe ich sehr, dass das funktioniert. Vor allem hoffe ich, dass wir genügend gerüstet sind jetzt für den Spaß. Ich muss gleich nochmal gucken, was genau wir da suchen müssen. Irgendwas, irgendein Fell oder sowas brauchen wir. So, das müsste genügen und... Das funktioniert ja hervorragend. Haben die das Rezept geändert? Wieso ist die eine Blume verschwunden? Digga, hast du die Blume geklaut? Hä? Okay, da ist eigentlich eine Blume, aber irgendwie auch nicht. Okay, ich warte mal, bis da wieder grün geworden ist. Vielen Dank. So, wir verziehen uns mal lieber erstmal nach unten. So, den Kollegen können wir erstmal wegschmeißen. Das hier auch. Dann gönnen wir uns mal eine leckere Pizza. Achso, ja genau. Ich wollte gucken, was wir brauchen als nächstes. Arctic Fur. Puh, das klingt schon so, als wenn das nicht so einfach zu kriegen ist. Arctic Boots. Wird wahrscheinlich gedroppt, nehme ich mal an. Und wahrscheinlich von irgendwelchen Schneebiestern oder so. Müssen wir rausfinden. Ich habe keine Ahnung. Manufactory Halo, was? Ach so, ja genau, die Botania-Sachen. Da müssen wir erst echt mal rauskriegen. Mal gucken, was danach kommt dann. Arctic Hood. Habe das Gefühl, davon geht die Rüstungsdingens wieder richtig runter. Ironwood, das ist auch Twilight Forest. Oh, danach leuchtet sogar. Danach kommt... Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr kräftiges Material. Das können wir auch problemlos herstellen. Das können wir jetzt schon problemlos herstellen. Da können wir mal nebenbei eigentlich machen lassen.
Ich glaube, das war sogar, wann war, ich kann mir den Begriff immer nicht merken, hier, Menjulin, wie auch immer. Hier ist die flüssige Variante, hier haben wir Melter, Alloying, hier, genau, Adit und Kobalt 1:1, dann nehmen wir einfach mal hier irgendwie 2 Stacks davon und 2 Stacks von Adit und dann schmeißen wir das einfach mal in die Smeltery, dann kann der da sich, dran vergnügen. Wir sollten... Warte mal ganz kurz. Ich baue hier mal um. Brauchen mal einen Schalter. Wir haben keinen Schalter mehr. Was ist denn das? Wie konnte dies passieren? Oh, wir müssen unbedingt das Dingens hier weiterbauen. Warum habe ich denn jetzt den Schalter nicht mitgenommen? Wir müssen das Dingens weiterbauen, den, die Curry. Unbedingt. So, kann ich hier schon? Nein, wir müssen den erst aktivieren. Jetzt. So, jetzt können wir den nämlich hier abschalten. Dann können wir auch beruhigt das hier reinschmeißen. Witz. Toll, die 4 Kobalt, die passen natürlich nicht rein. Warte, machen wir die hier hin, so, und dann kann der das nachträglich reinziehen. Da passiert ja jetzt eh nichts. Was wollte ich jetzt machen? Habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte einfach nur die Vorstufe schon mal herstellen lassen. Wir können... Warte mal, das oben ist ja gerade eh Nacht. Dann können wir hier unten eigentlich gerade mal weitermachen. Ich packe das hier mal auf die Seite. Die Quantum Query. So, wir brauchen die Dinger hier. Wir hatten, glaube ich, nebenbei schon hier Polished Stone, Stone Burned, Entschuldigung. Was ist Polished Stone? Nee, Stone Burned brauchen wir, genau. Und dafür brauchen wir Polished Stone. Das können wir mal nebenbei wieder ein bisschen herstellen lassen. Polished Stone haben wir nicht. Wir können es wahrscheinlich auch gerade... Doch, wir... Ach ja, stimmt, wir haben ja... im Dingens hier in den Dungeons ein bisschen abgefarmt. So, können wir noch fliegen? Ja. Ja, da der Anvil sieht echt nicht mehr so gut aus. Dann kann der dann schon mal nebenbei herstellen. Gut, dass wir noch ein bisschen Endstone mitgenommen haben. Das brauchen wir nämlich auch. Ah, da haben wir genug. Dann brauchen wir nur noch hier die Endrods. Was sind das hier eigentlich? Blocks. Achso, ja genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger brauchen wir. Das heißt, wir brauchen noch 6 Endrods. 4 bekommen wir raus. Also wir müssen die Dinger erstmal aufpoppen lassen hier, ne? Die Früchte. 4 bekommen wir raus und reicht, wenn wir 2 aufpoppen lassen. So. Lecker. Kann man sich erstmal schön gönnen. So, und dann können wir immer noch nicht, weil uns die Sticks fehlen. Irgendwo hier haben wir noch Blaze Powder. Dann schmeißen wir das mal in den Compactor nach oben. Den können wir eigentlich auch mal ein bisschen beschleunigen irgendwann mal. Gibt es da eigentlich mittlerweile irgendwie einen besseren Weg, den wir da gehen können? Wir könnten Molten Core verwenden, der Compactor, ja, und das war es eigentlich auch so ziemlich von sinnvollen Methoden. Naja, gut. So, haben wir genügend. Okay, also zweimal, dann haben wir hier von 8. Und dann müssten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 herstellen können. So. Jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Die Anlage hier werde ich jetzt gerade mal so nicht anzapfen. Oder wir machen das einfach mal hier drüben testhalber gerade. Haben wir den Hammer? Ja. Ich mache hier mal ein bisschen Platz gerade. Ups, das war das Kabel. So. Thank you.
So, das dürfte, denke ich mal, an Platz genügen, was wir jetzt hier zur Verfügung haben. Dann kommt das gute Stück. Nee, warte mal, jetzt das Ding hier muss. Warte. Das muss ja alles symmetrisch sein am Ende. Damit es symmetrisch sein kann, muss es ja in der Mitte stehen können. Stellen wir den mal... Achso, ja, genau. Warte mal. Dann müssen wir hier. Dann muss, glaube ich, die Base dahin. Oh Gott, der braucht Grid Power. Ich kriege einen Anfall. Da müssen wir unsere Grid Power-Anlage wieder aufbauen. Ausbauen, wie auch immer. So, das Ding ist hart am Leuchten. Der darf aber auch leuchten. Der ist krass genug, dass er leuchten darf. So. Und das Ding frisst auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Saft. Ich hoffe, dass unser Reaktor das gebacken bekommt. So, genau, der braucht einen Biomarker. Enchanted Book weiß ich gar nicht. Ich glaube, da kann man dann noch sowas wie, wie heißt denn das hier gerade nochmal? Efficiency und sowas reinschmeißen. Und hier kann man quasi Sachen automatisch zerstören lassen, wenn man das denn möchte. Ein Biomarker, da weiß ich überhaupt noch nicht, was der kostet. Müssen wir mal gucken. Oder wie man den herstellt, geschweige denn. Biomarker, da gibt es verschiedene. Wir brauchen quasi die Rohform davon. Ja, okay, das Ding ist jetzt... Ich habe gerade was gesehen. Wir können Luna Reactive das dafür nehmen. Oder Luna, haben wir doch einiges. Kann man das nicht hier raus herstellen? Ja, hier. Müssen wir einfach nur durch den Pulverizer jagen. Let's go. Dann kriegen wir hier den geilen Shit raus. Und damit können wir uns dann gleich einen Biomarker bauen. Und den kannst du, glaube ich, soweit ich weiß, echt überall anwenden. Also im Prinzip sagt der einfach nur aus, in welchem Biom du gerne abfarmen möchtest. Ich glaube, das müsste auch in der Mining World gehen. Also wir könnten jetzt hier zum Beispiel den machen. Dann haben wir hier Planes, den kann man auch irgendwie wieder löschen. Mit Shift-Rechtsklick geht das. Lass uns mal gerade in die Mining World gehen. Ich glaube... Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Wir brauchen dringend einen Bogen übrigens, möchte ich mal erwähnen. Alter. John Cena was blown up by Creeper. Jetzt weißt du mal, wie das ist. Sack. So, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Im Nether könnten wir natürlich auch. Das ist vielleicht gar nicht mal so die uncoolste Idee. Weil wir da natürlich nochmal an ganz andere Materialien kommen. Was ist denn hier los? Mir scheint, die können auch durch Portale gehen. So, Mining Biome haben wir jetzt hier. Keine Ahnung, geht das? Ja, es geht. Sehr schön. Dann nehmen wir einfach mal das Mining Biome gerade mit. Einfach so spontan in der Tasche. So. Köpfchen weg. Den ganzen anderen Kram hier auch gerade mal weg. So, und dann können wir nochmal ein vernünftiges Kabel mitnehmen. Universal. Dann haben wir tatsächlich die Ultimate und auch die Logistik-Dinger hier und da auch die Ultimate, wenn es geht. Haben wir die überhaupt noch? Wir haben kein... Was? Wie kann das sein, dass wir davon keine Ultimate haben? Ich glaube, es geht los. So. Nehmen wir auch davon Ultimate. Den machen wir gleich da rein. Hier dieses, jenes. Und dann mache ich hier mal eine Chest. Den nehmen wir nochmal mit. So, machen wir hier eine Doppelchest. Hallo? So. Und dann brauchen wir noch was. Und zwar den Schniepel. Den habe ich schon wieder vergessen. Huch. So, wo ist er? Hier. La, la, la. So, das andere Kabel, die werde ich gleich erstmal temporär abnupfen. Und hier, wie war denn das nochmal genau? Irgendwo konnte man hier ranzupfen. War das oben? Oder muss man da einfach nur eine Kiste drauflegen? Ich weiß es halt echt nicht mehr. Warte mal, ich stelle einfach mal eine Kiste oben drauf. Ich weiß halt wirklich nicht mehr, wie das genau ging. Dann können wir hier das Biom-Ding reinlegen. Always on, Redstone on. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir holen uns gerade mal neu hier
einmal einen Kobbel und einmal einen Stick. Dann können wir nochmal schnell einen Hebel machen. Für die maximale Kontrolle. Ich weiß noch, damals haben Eggert und ich irgendwie ein Pack gespielt. Es war ähnlich wie dieses. Da hatten wir, glaube ich, am Ende 4 oder so von den Dingern hier. Oder sogar 6. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht sogar noch mehr. Ich habe keinen Plan mehr. Das ist gefühlt 3 Milliarden Jahre her. So. Dann hier. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Eigentlich wären mir andere Kabel an der Stelle tatsächlich lieber. Welche sind das jetzt? Die Basic. Die Ultimate sind, glaube ich, schon wieder zu krass an der Stelle tatsächlich. Universal. Was haben wir denn da noch? Basic. Vielleicht eher die Advanced. Vielleicht eher die Advanced. Toll, davon haben wir jetzt kaum welche. Elite. Dann nehmen wir die Elite. Weil die natürlich jetzt erstmal die Batterie wieder leer machen müssen. Die Batterie, die übrigens bereits leer ist. So. Toll. So, dann ist das Ding angeschlossen. Aber wie es scheint, haben wir schon wieder keinen Saft drüben. Oder zumindest nicht ausreichend. Weil irgendwas schon wieder fett dabei ist, sich zu bedienen. Nee, der Reaktor ist schon wieder alle. 1, 2, 3, 4. So, mach mal. Könnten natürlich auch das Ding mitnehmen zum Testen. So, aber lieber wäre es mir, wenn wir hier einfach mal konstant Saft hätten. So, hier wird auch leer. Ich bin tatsächlich am Überlegen, hier das Ding rauszunehmen, aber... Ich finde es ein bisschen blöd, dass der die Energie immer nur in eine Richtung verteilt. Oh, was er nicht getan hat. Alter, geht das Ding schon wieder ab hier, ey. Ja, das ist die Quantum Query. Die produziert etwas mehr. Und zwar sehr schnell. Und sehr geil. Da ist natürlich auch einiges Waste. Aber ich sehe hier zum Beispiel schon Draconium, was ich sehr geil finde. Und da blockiert es auch erstmal, weil die Kiste voll ist. Das ging sehr schnell. Da müssen wir auf jeden Fall aussortieren. Marble, sehr schön. Da kriegen wir auf jeden Fall einiges an Zeug raus. Ich würde gerne den Magneten aktivieren, um nicht irgendeinen Scheiß jetzt zu machen. Warte mal. Machen wir folgendermaßen hier. Wupp. So, dann können wir das nämlich halt mal schnell aufsammeln. Und dann hauen wir das mal ganz kurz ins Lager. Ja, das ist einiges. Gut, die Ultimate Logistical brauchen wir nicht. So, da haben wir noch ein bisschen Brunohr. Was wollte ich jetzt vor? Genau, hier. Enchanted Book. So, hier können wir noch einen Filter reinlegen, wenn wir gewisse Sachen nicht haben wollen. Aber Junge, was gibt's denn eigentlich für Filter? Warte mal, das ist hier Xer Utilities. Extra Filter. Es gibt Filter und Filter Fluids. Das ist nicht so viel. Die können wir gar nicht herstellen. Gut, dann gibt es keinen Filter für uns. Was wollte ich jetzt gerade machen? Schon wieder vergessen. Ah ja, genau. Enchanted Book. Irgendwo hat man eine Kiste. War das die hier? Ja. Da gibt es doch bestimmt irgendwo sowas wie Silk Touch. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir hier noch was mit Silk Touch. Silk Touch. Siehst du mal, da haben wir doch einen. Und jetzt würde mich mal interessieren, wenn wir das Buch hoch da drin verwenden, ob er dann tatsächlich auch mit Silk Touch rangeht. So, gut, dass ich Kisten weggeworfen habe. Dann schauen wir mal. Tatsächlich. Da sind wir hier schon am Grasblock. Und hier Prosperity Ore. Jetzt benutzt der Silk Touch. Super geil. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viel Strom der tatsächlich frisst. Keine Ahnung. Aber es wird ein bisschen was sein auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut gestemmt bisher. Wir müssen ja ein bisschen im Auge behalten, nicht, dass wir jetzt hier wieder Energie wasten. Der hier scheint voll zu sein oder sowas.
Der hier eigentlich auch? Fragezeichen. Der ballert aber fröhlich weiter raus. Keine Ahnung. Ach, der lädt wahrscheinlich die Batterie jetzt im Hintergrund auf. Ja, der lädt die Batterie auf. Okay, das darf er natürlich. Selbst reden darf er das. Ja, geile Sache, ey. Gefällt mir voll gut, das Ding. So, und da ist er auch schon fertig. Jetzt kriegen wir hier auch Stein raus und so. Und wir würden halt entsprechend auch zum Beispiel Draconium Ore bekommen direkt. Wir könnten auch ins End nochmal gehen und uns da auch nochmal so eine Probe holen und dann quasi im End minen und so weiter und so fort. Das Ding ist schon ziemlich, ziemlich nice. Schalte ich aber trotzdem erstmal ab. Wir müssen vorher nochmal ein kleines Sortiersystem dann bauen. Für unser, warte mal, hier. Warte. Sieht ein bisschen aus wie ein steifer Penis, was er da vorne hat. So. Wir brauchen auf jeden Fall vorher nochmal ein Sortiersystem, bevor wir das Ding hier effektiv für uns an den Rest dranhängen, weil sonst spammt uns das in 0, nix das ganze System voll. Das würde ich gerne vermeiden. So, Elite Universal Cable? Nee, Basic Universal. Hier, so, die können wir wieder ransnappen. So, dann kann der da hinten nämlich weitermachen. So, es ist schon wieder Nacht. Ich wollte eigentlich auf den Tag ja auch warten, wegen dem Portal oben. Ich probiere es jetzt trotzdem noch einmal. Hier ist nämlich wieder zu... Alter, was ist denn mit dem Blümchen los hier? So, warte mal. Scheint ihn nicht wirklich zu beeindrucken. Also es hieß, mit natürlich wachsenden Blumen so ein 2x2-Ding und dann Diamanten reinschmeißen. Hieß es. Aua, du kleines Drecksbiest, Alter. Sag mal, habe ich dir jemals irgendwas getan, außer deinen Kollegen und Familienmitgliedern? Mistbiest. So. Ja, aber das scheint ja irgendwie nicht so zu funktionieren hier. Schade. Sag mal, Leute, jetzt kriegt euch doch mal ein. Geh wieder zurück in die Hütte. Bin zu anstrengend da draußen. So. Blümchen, Diamant. Da werde ich mich dann nochmal schlau machen. Was da genau ist, ob sie ja irgendwie für das Pack vielleicht irgendwie was Spezielles ist oder so. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Naja gut, jetzt würde ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge und nochmal mit einem Blick auf unsere neueste technische Errungenschaft hier hinten im Hinterzimmer. Ah, das ist schon ein schönes Teil, muss ich sagen. War auch ein langer Weg dahin. Wobei ich sagen muss, für Zukünftiges brauchen wir, na gut, wir brauchen jedes Mal noch diesen Snow Globe und halt einen Nether Star, aber wir brauchen quasi erstmal zumindest keinen Exkurs mehr ins End. Da haben wir erstmal genügend Gefussel. Ja, trotzdem werden wir nochmal ins End. Wir müssen dem Drachen nochmal aufs Maul geben. Aber erst, wenn wir eine vernünftigere Rüstung haben. Ich weiß halt nicht genau, wann wir eventuell dann mal Richtung Draconium kommen. Beziehungsweise, warte mal, müsste dann Draconics, müsste dann diese Wyvern-Rüstung sein. Ich glaube, für die brauchst du tatsächlich einfach nur Diamant. Aber ich will mich gerade auch nicht drauf festnageln. Nein, natürlich nicht. Die, ach, ach du Scheiße. Alter, ist der teuer, leck mich am Arsch. Okay, wir benötigen vorher schon das Fusion Crafting von Draconic Evolution. Schon bevor wir überhaupt dahin. Ach du Scheiße. Gut, ist so. Ach du leck mich am Arsch. Was zum Teufel ist Red Matter? Stellar Chestplate? Okay, ich sehe jetzt schon an den Werten, das Ding ist weit von dem entfernt, was wir gerade haben. Red Matter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da erwartet uns ja noch so einiges. Sehr großes Uff. Mit dem Stein der Weisen. Okay. Nee, doch nicht. Philosopher Stone. Okay, der Weg zu Draconic Evolution ist ja anscheinend extrem weit. Dann hoffe ich mal, dass zumindest unsere Popelrüstung hier irgendwann ein vernünftiges Level erreicht. Arctic Jacket, mal gucken, dann kommt Ironwood, das ist auch noch Dingens. Das ist das nächste, was wir hatten. Danach kommt Hard Carbon Alloy, das können wir auf jeden Fall herstellen, das haben wir ja sogar schon. Glowstone, kein Problem. Tough Alloy können wir auch herstellen, kein Thema. Steel Leaf, die müssen wir mitnehmen.
Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, dann aus dem Dingens. Aus dem alten Wurst Forest hier. Night Metal in God. Ist auch Forever Forest, wollte ich gerade sagen. Ist auch Twilight Forest. Alpha Jedi für. Oh Gott, das klingt jetzt schon furchtbar. Chills Attackers. Okay. Da weiß ich schon wieder gar nicht mehr, was es ist. Klingt aber irgendwie cool. Wie stellt man das her? Was? Okay. Ich habe aktuell noch keine Ahnung, wo man das bekommt. Wir werden es rausfinden, aber nicht mehr in dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Ich bin gespannt, wohin uns unser Weg hier führt. Es ist auf jeden Fall deutlich komplexer als so die meisten anderen Modpacks, die ich sonst so schon gespielt hatte von den ganzen Feed-the-Beast-Dingern und so. Die sind da auf jeden Fall viel gechillter. Hier haben wir auf jeden Fall eine knackige Aufgabe vor uns, wie mir scheint. Vielen Dank fürs dabei sein und Zuschauen. Däumchen nicht vergessen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.